Ja, ich begrüße Sie auch sehr herzlich und natürlich ein ganz wichtiges Thema bleibt nicht nur in dieser Woche, sondern mit Sicherheit auch in den nächsten Monaten, eventuell auch Jahren, das Thema Rente. Es ist ja schon interessant, dass die Regierung inzwischen zumindest feststellt und die an der Regierung beteiligten Parteien, was sie in dem Bereich angerichtet haben. Also selbst bis zu Frau Nahles hat sich herumgesprochen, dass die Riester-Rente offenbar nicht so funktioniert wie die SPD und damals ja auch die Grünen das den Menschen versprochen haben. Man hat jetzt mit großem Erschrecken festgestellt, dass nachdem man jahrelang die Rente gekürzt hat, jetzt die Altersarmut wächst und in Zukunft weiter wachsen wird. Das ist ja alles begrüßenswert, dass man das feststellt, aber ich muss sagen, die Schlussfolgerungen, die daraus gezogen werden, sind ja wirklich an Dreistigkeit nicht zu überbieten, wenn Herr Schäuble jetzt mit einem Vorschlag Rente mit 70 in die Debatte geht und die Konterposition der SPD ja auch sozusagen relativ leise war, dann ahne ich, dass hier keine ernsthafte Rücknahme der Rentenkürzungen geplant ist, sondern ganz im Gegenteil, dass es weiter in die falsche Richtung geht. Wir werden deshalb diese Woche eine Aktuelle Stunde zum Thema Rente machen, weil für uns bleibt es ein Skandal, dass in einem reichen Land wie Deutschland Menschen, die ihr Leben lang hart arbeiten, selbst Durchschnittsverdiener im Alter eigentlich davon ausgehen müssen, dass sie in Armut leben. Das darf nicht sein, das darf nicht so bleiben und vor allem, das ist auch nicht naturgegeben. Das ist eine Folge politischer Entscheidungen, natürlich auch eine Folge des Lobbyeinflusses. Die Riester-Rente bekanntermaßen ist eine Goldgrube für die Banken und für die Versicherungsindustrie. Das erklärt wahrscheinlich auch, dass die Politik immer noch nicht diese unsäglichen Riester-Produkte in Frage stellt, obwohl inzwischen jede Studie belegt, dass sie vor allem eben die entsprechenden Institute reich machen, dass die Provisionen überdurchschnittlich sind und dass es absolut inakzeptabel ist, dass solche Produkte bisher mit etwa 30 Milliarden Euro gefördert wurden. Dieses Geld gehört in die gesetzliche Rente und dort müssen entsprechende Änderungen her. Und dafür werden wir weiter werben und werden auch die Regierung unter Druck setzen. Und es ist ja wirklich auch interessant, wie man offensichtlich Angst davor hat, dass das Thema Rente ein Wahlkampfthema werden könnte. Aber ich finde auch das ziemlich zynisch gegenüber dem Schicksal der Menschen, weil dass das ein Thema ist, das die Menschen aufregt und betrifft, das hat ja damit zu tun, dass so viele Menschen in Deutschland inzwischen Angst vor Altersarmut haben. Und das will wohlfeile Statement, das sollte jetzt aus dem Wahlkampf rausgehalten werden, dann schlafen sozusagen die Politiker ruhiger, die Menschen nicht, weil ihre Situation ist ja so, wie sie ist. Und das bedeutet eben die Angst vor Altersarmut. Weiterer interessanter Punkt, heute beginnt der Prozess gegen die Whistleblower, die damals die LuxLeaks-Affäre ins Rollen gebracht haben, das heißt, die aufgedeckt haben, mit welchen unsäglichen Modellen in Luxemburg Konzernen die Möglichkeit gegeben wird, ihre Steuerquote auf teilweise 3% und weniger zu drücken. Und auch das zeigt eigentlich, wie dieses Europa sich in eine falsche Richtung entwickelt, dass Menschen, die solche Skandale aufdecken, jetzt der Prozess gemacht wird, ihnen drohen teilweise bis zu 10 Jahren Haft, während die Architekten dieses Steuersumpfes heute in Europa höchste Ämter begleiten, ich meine zum Beispiel Herrn Juncker. Also das kann einfach nicht sein. Und wir fordern als Linke massiv Rechtsschutz für Whistleblower. Das betrifft diesen Prozess. Das betrifft natürlich auch andere Prozesse. Es ist ein großes Verdienst an der Allgemeinheit, Skandale öffentlich zu machen. Und deswegen darf das nicht verfolgt werden, sondern muss geschützt werden. Währenddessen diejenigen, die solche Produkte konstruieren, diejenigen, die solche Geschäftsmodelle den Konzernen anbieten, da wäre es eigentlich eher naheliegend, darüber nachzudenken, ob das nicht wirklich kriminell ist. Bedenkliche Entwicklungen auch in der Türkei. Wir sehen, dass Merkels neue Freunde jetzt wirklich sich auf dem Weg in eine islamische Diktatur bewegen, zumindest offensichtlich Herr Erdogan. Und seine Komplizen haben ja offensichtlich solche Pläne. Wenn ich höre, dass jetzt der Säkularismus in Frage gestellt wird, dass in der Türkei der Islam also auch als Staatsreligion etabliert werden soll. Wir sehen auch, wie immer massiver, auch offensichtlich unter dem gefühlten Schutz von Deutschland und auch der deutschen Kanzlerin, jetzt in der Türkei Meinungsfreiheit und Pressefreiheit mit Füßen getreten wird. Es gibt bekannt, dass es jetzt schwarze Listen gibt gegen Journalisten.
Es ist bekannt, wie immer massiver auch gegen Journalisten in der Türkei vorgegangen wird. Und ich finde das wirklich unerträglich. Auch die Einflussnahme im Ausland wird immer massiver, auch immer unverschämter, auch in Deutschland. Und da geht es ja nicht nur um die Causa Böhmermann oder nicht allein darum, da geht es ja zum Beispiel auch um eine aktuelle Intervention gegen ein Konzert in Dresden, wo der Völkermord an den Armeniern angesprochen wird, was also Herrn Erdogan offensichtlich auch überhaupt nicht gefällt und wo man versucht, Einfluss zu nehmen, um so etwas zu verhindern. Und wenn ich mir diese Entwicklung in der Türkei angucke, muss ich wirklich sagen, es kann nicht wahr sein, dass die Bundesregierung dazu weiter schweigt und sich weiter sozusagen an der Seite eines solchen Despoten sieht. Das schlägt allen Grundwerten, die wir auch in Deutschland, auch im Grundgesetz verankert haben, wirklich ins Gesicht. Und natürlich ist es in diesem Zusammenhang auch bedenklich, wenn Ideologen Erdogans als Imame in Deutschland immer größeren Einfluss nehmen. Man muss ja wissen, die sind von der staatlichen Religionsbehörde der Türkei gesteuert. Und das ist sicherlich keine Entwicklung, die begrüßenswert ist, wenn solche Leute dann in den Moscheen in Deutschland ihren ideologischen Einfluss ausbauen. Weiterer Punkt, den ich interessant finde, auch für die aktuelle Diskussion. Wir hatten ja am Wochenende eine große Demonstration gegen TTIP in Hannover und wir haben gleichzeitig einen nicht zu überbietenden Kuschelkurs von Frau Merkel gegenüber Obama erlebt, wo sie ja doch in einer Weise Obama unterstützt hat, TTIP unterstützt hat, die wirklich auch nur als schlichte Arroganz gegenüber den Stimmungen, auch den Forderungen der Demonstranten verstanden werden kann. Heute hat die französische Regierung öffentlich erklärt, dass für sie der aktuelle Stand der Verhandlungen im Zusammenhang mit TTIP nicht zustimmungsfähig ist. Und ich finde, da zeigt die französische Regierung auch mal wieder, wie es anders geht. Und vielleicht könnte sich Frau Merkel daran auch ein Beispiel nehmen. Letzter Punkt heute Abend, der Autogipfel. Zur Förderung der E-Mobilität sind jetzt ja ganz merkwürdige Konzepte im Gespräch. Und da kann ich nur sagen, wir als Linke sehen das absolut kritisch und lehnen es auch ab, dass die Konzerne, die Gewinne dieser Autokonzerne jetzt noch staatlich subventioniert werden und vor allem die Käufe gut betuchter Autokäufer, weil es ist bekannt, in welchen Preisklassen sich die entsprechenden Modelle bewegen. Also es kann überhaupt keine sinnvolle Politik sein, dort noch staatliches Geld dazuzugeben. Stattdessen wäre es sinnvoll, E-Mobilität im öffentlichen Bereich, also im Bereich des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs zu fordern. Das geht von Bussen über Schulbusse zum Ausbau auch wieder von Bahnstrecken. Das wäre garantiert ökologisch wesentlich sinnvoller. Da könnte der Staat das Geld sinnvoll investieren. Andere Ideen sind wieder nur Umverteilung von unten nach oben. Und das lehnen wir auch ganz klar ab. Und das hätte auch keinen ökologischen Sinn und Verstand. Dankeschön, Sarah Wagenknecht. Gibt es Nachfragen Ihrerseits? Das ist irgendwie nicht der Fall. Doch, jetzt. Thema innere Sicherheit. Ich wollte Sie kurz dazu befragen, inwiefern Sie das sehen in Deutschland. Wie sicher sind wir wirklich und haben wir vielleicht bisher nur Glück gehabt? Sie meinen jetzt gegenüber Terroranschlägen? Ja, es ist natürlich so, dass wir nicht wirklich sicher sind. Das weiß auch jeder, weil beispielsweise Selbstmordattentäter nicht tatsächlich zu verhindern sind, es sei denn, man verhindert, dass man in deren Fadenkreuz kommt. Und das ist eben eine Frage auch unserer Außenpolitik. Wenn wir uns an Kriegen beteiligen, wenn wir dort an der Seite auch der Vereinigten Staaten immer dominanter werden, wenn wir auch mit Waffenlieferungen in bestimmten Ländern präsent sind, dann haben wir natürlich eine größere Gefahr. Oder ein anderes Thema, was wir als Linke ja immer wieder auch auf die Tagesordnung setzen, solange von Deutschland aus die Drohnenmorde der Vereinigten Staaten in Afghanistan, in Pakistan, im Jemen mitgesteuert werden, unterstützt werden, ist Deutschland mitschuldig an solchen Morden und macht sich damit natürlich auch zur Zielscheibe islamistischer Terrorbanden. Das ist, glaube ich, wie gesagt, hundertprozentige Sicherheit, wenn man Grundrechte nicht völlig außer Kraft setzen will, kann es nicht geben, aber es kann eine Außenpolitik geben, wo man
viel stärker darauf achtet, eben gar nicht solche Truppen dort, wo sie ja herkommen, in den Ländern stärker zu machen. Und die Kriegspolitik hat sie immer stärker gemacht. Also der Islamische Staat ist ja ein Produkt auch westlicher Kriege. Und deswegen würde ich mir da endlich Schlussfolgerungen wünschen. Sonst kann man nie ausschließen, dass sich ähnliche Dinge, wie wir sie in Brüssel erlebt haben, wie wir sie in Paris erlebt haben, natürlich auch in Deutschland wiederholen könnten.